das sagen? An Nikolaus? Ich weiß es gar nicht. Egal. Ich habe ihm meine Schale geworfen. Rote Bimmelmotze. Bimmelmotze. Rote Bimmelmotze. Naja, besser wie rote Bimmelfotze. Habe ich nicht wirklich gesagt. So, ihr seht, ich habe ein Problem. Und zwar wollte ich mit dem Hauptprofil starten, also mit unserem Let's Play-Profil. Da aber die Pro-Mods irgendwie nicht kompatibel sind mit dem neuen Status von ETS hier mit Beyond the Baltic Sea, irgendwie die Mods sind im Moment inkompatibel, die Pro-Mods. Oder ich bin zu dusselig, das Update drauf zu spielen oder keine Ahnung was. Ich bekomme es jetzt auf die Schnelle nicht hin. Deswegen, um euch überhaupt ein Video zu präsentieren, zu Nikolaus, dachte ich mal, kletter ich mal hier in meinen grünen Volvo und dann gucken wir mal, wo wir gerade stehen, weil ich weiß gar nicht, wo wir sind. Hannover, das ist doof. Weil ich wollte euch mal so ein bisschen hier oben, ihr seht, ich bin da oben schon rumgeturnt, hier oben, Tampere, St. Petersburg, Pskvo. Deswegen, wenn ihr nichts da, ach, da war ich eine Garage, ne? Aber da habe ich eine Garage, oder? Zurücksetzen. Moment, Moment, Moment. Wir gucken mal, weil ich will mal mit euch hoch nach Russland düsen. Dann muss ich in meine Garagen. Manager. Gucken wir mal, ob wir irgendwo. Guck mal, Pskow. Warschau. Wollen wir da mal hin nach Warschau? Und von. Oder Katowice? Wir gehen nach Warschau. Nach Warschau fliegen wir mit unserem Rentierschlitten. Und Freunde, das Geräusch ist bald Vergangenheit. Denn ja, ich möchte dahin reisen. Ich habe heute Post bekommen. Ein nicht so großes Paket wie Kai, aber so. Mehr verrate ich nicht. Video folgt demnächst. Auf Elfe. Knarzt der Stuhl dann nicht mehr. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo ich bin. Mal kurz hier. Perfekt. Und jetzt starten wir mal hier hoch. Irgendwo dahin, wenn es denn da Aufträge gibt. Dann gucken wir mal. Wir sind jetzt in. Wo ist denn Warschau? Da. So. Warschau. Wir wollen. Oh, ist das hier? Kleib. Litauen. Das wäre zum Anfang gar nicht mal so verkehrt. Russland. Ach, das ist ja. Nee. Das ist Rumänien. Hä, was ist das denn? Nee, ich will mal da hoch. Russland. Kaliningrad. Nee, da wollen wir nicht hin. Dann. Fahren wir nach Litauen, nach Klaipeda. Und dann schauen wir mal, ob wir von da aus weiter uns hochhangeln können nach Russland. In der Folge. So. WTF. Ach, das habe ich schnell Aufträge genommen, ne? Ich dussel. Ach, nein. Warum machen wir denn sowas? Nee, das ist ja völlig für den Arsch. Das will ich nicht. Nee. Moment. Frachtmarkt. Schäden.
Wollen die mich eigentlich hier verarschen? Es gibt nichts. Ja, dann müssen wir tatsächlich mit dem Actros fahren. Einsteigen. Handstellbremse. Ach so. Mensch, das fahr ich mal wie Actros. Mal zur Abwechslung. So. Wie lange haben wir es denn da? 500 Kilometer? Was ist ja doof. Jetzt wollen wir Volvo fahren? Jetzt fahren wir Actros. Egal. So. Und? Was war bei euch in den Stiefeln heute Morgen drinne? Gab es Rute oder gab es was zum Naschen? Oder ist ja jetzt immer mehr gang und gäbe, dass selbst Nikolaus hier zum Geschenkfahren ausartet? Also ich habe bei mir Bekannte, da lag schon mein Handy im Schuh. Naja. Gibt's bei uns nicht. Oh, ich fahre ein bisschen schnell, ne? Piu, piu. Nicht rollen. Ja, ich sag's mal hier, weil jetzt sind ja seit der Woche sind ja jetzt Videos online, seit Dienstag. Oder Montag, weiß ich gar nicht. Einige kommen damit nicht klar, weil es ist älteres Bildmaterial. Ihr habt es im ersten Video gesehen, da fuhr ich den roten, den kleinen New Actros. Dann im zweiten Video fahre ich auf meinen MP3 weißen. Und viele haben mich angeschrieben, was denn mit dem Volvo ist, weil ich fahre auf Volvo. Ich fahre Volvo. Da kommen auch Videos in dem Monat, aber ich verwende erstmal altes Material, so wie ich es geplant habe. Das will ich euch nicht vorenthalten. Oh, hier Cabrio, sehe ich auch zum ersten Mal. Was ist das denn? Guck. Deswegen nicht wundern, wenn jetzt mal so ein bisschen gemischtes Material kommt von bei meinen Vlogs. Einer hat ja wirklich den Vogel abgeschossen. Den habe ich ja oben angepinnt, den Kommentar unter meinem Video, der Sommer ist zurück. Also da dachte ich mir, what the fuck? Das schreibt er, ich weiß jetzt den Namen nicht, Martin oder so, weiß ich nicht. Schreibt er allen Ernstes, wie es zu dieser Jahreszeit in Frankfurt so hell sein kann. Das Video spielt Juli. Das habe ich auch im Anfang vom Video, wird das gesagt, dass das Juli ist. Habe ich geschrieben, das Video ist vom Juli. Weil wie sonst könnten es 32 Grad warm sein. Schreibt er, dann erzähl nichts vom Dezember. Habe ich nur geschrieben, ja moin, es ist grün, wollt ihr nicht fahren? Habe ich nur geschrieben, dein Ernst? Alle anderen verstehen es doch auch. Also manche, ich weiß nicht, wie die Videos gucken. Ob die nur so völlig ins Leere gucken, nur die Bilder so in sich rein rieseln lassen, so. LKW. Oh. Ich kann das nicht nachvollziehen, weiß ich nicht. So, sind wir jetzt außerhalb der Ortschaft hier? Ne, 50. Warum? Wieso? Hier ist halt nichts. Aha, jetzt hier. Guck, er muss dann galoppiert weg. Ja, ärgert mich ein bisschen. Ich wollte eigentlich mit unserem Let's Play, Profil weiterspielen, damit wir da leveln können. Auch zwecks LKW-Kauf. Aber Dezember ist lang. Es kommen ein paar Let's Plays. Von daher, das schaffen wir noch schon. Ich habe Andi schon mal angeschrieben. Der ist ein bisschen fitter wie Ike. In der... Oh, offen. Nee, das wollen wir nicht. Dann fahren wir mal schön. So. Ich sehe hier mit 150 lang Hacke. Das wollen wir nur auch nicht. Dann ist ja die Tour hier in 5 Minuten gelutscht. Ja,
geil, ne? Kai, 100.000. Chaka hat es endlich geschafft. Sein großer Traum. Geil. Bin mal gespannt, wie der Play-Button in echt aussieht. Ich werde mir mal angucken fahren, wenn er dann hat. Kai sagte mir irgendwie, die sollen jetzt anders aussehen. Im Gegensatz zu den alten. Hat wohl YouTube geändert. Keine Ahnung. Warum piekt mein T-Shirt? Keine Ahnung. Was hat denn der Arktos für eine Innenausstattung? Das sieht ja, gerade hier oben an der A-Säule, das sieht ja aus. Das haben sie nicht gut gemacht. Ah, Kumpel, das hast du geladen. X23? Kenne ich nicht. Klingt gefährlich, schnell vorbei. Hier, der Arktos ist auch ideal Standort, ne? Keine elektrischen Rollos. Geht die Sonne jetzt auf oder geht die unter? Auf. Wir haben es 4.42 Uhr. Puh, ich dachte schon, wir müssen hier wieder in der Nacht rumkrajolen. Hupe geht schon wieder nicht. Fahren sie! Oh, sieht geil aus, ne? Mit dem Sonnenaufgang. Aber warum das durch die Sonnenblende scheint, erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Was haben wir eigentlich geladen? Egal. Ja, wo wollen die denn alle hin? Was hier los ist? Man kann auch mal hier, also sag mal. Einfach mal anhalten. Jo, unten rechts. Geht doch. Schon den 6. Dezember, das Jahr, Freunde. Es rast dahin. Jetzt wollte ich eigentlich eine Abstimmung machen nach dem Video, weil wegen meinem Daily, fast Daily, eventuell fast jeden Tag Daily Vlog, wollte ich eigentlich mal, nachdem wir hier wieder eine Abstimmung machen. Pustekuchen. Ärgert mich. Ärgert mich wirklich. Ich will wieder kommen. Boah, Alter, hier. Fette Bremsspuren. Na, wessen Kollege sah die Achse fest? Oh. Sag mal, können die kein Auto fahren hier? Hier sind ja überall Bremsspuren. Wo sind wir? Polen. Völlig Kamikaze hier. Ah. Sheriffs. Uwaga, Uwaga. So. Ja. Überleg gerade, was es sonst noch so Neues gab. Oder gibt. Das kann ich euch nicht sagen, weil das Video spielt zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt sagen will, eigentlich in der Zukunft. Und ich selber nicht weiß, was morgen passiert. Also heute. Ihr versteht das, ne? Weil wir haben es den 5., nicht den 6. Oh, jetzt habe ich euch die Illusion genommen, dass ich an Nikolaus spiele. Nein. Spaß beiseite. Nein, wir haben es. Der 5. Wir haben es jetzt hier 18.18 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Und eventuell werde ich morgen nach der Arbeit. Was sind denn hier, was ist denn mit den Bremsspuren hier nicht richtig? Werde ich morgen nach der Arbeit, weil ich habe morgen extrem früh Feierabend, hoffe ich, plane ich, tippe ich, dann werde ich mal zu dem Dennis mal kurz auf die Baustelle gehen.
Der ist nämlich genau am Autohof am Arbeiten. Der fährt am Tag 12 Kilometer. Also der macht so auf dem Abraumplatz oder was das da ist, fahren sie die Erde von A nach B. Klingt doof, ist aber so. Also er fährt gefühlt 500 Meter, nicht mal, wird beladen, fährt weg, kippt, fährt wieder hin. Alter, das ist ja hier der Wahnsinn. Komme ich nicht drauf klar. Ja, pass auf einmal, Bernhard. Und rauchen sich. Also die Polen sind sehr spendabel, ne? Die, also guck mal hier, eben mal eine Spende an eine Conti hier mit den. Junge, 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 ja. Wie mal schon, ob es morgen klappt. Morgen früh. Vormittag. Weil dann werde ich dann nämlich mal ein bisschen die Kamera mitnehmen und ein bisschen laufen lassen. Weil er sagt, er rutscht da mehr, wie er fährt. Sicht ist aber auch nicht gerade doll hier. Erster Aufenthalt in Białystok. Also tut mir leid, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche. Ich hatte weder Polnisch in der Schule, noch Russisch, noch Lettisch, noch irgendwie was. Deswegen sei es mir verziehen, wenn ihr ein paar unter euch seid, die die Sprache, dass das eure Muttersprache ist und ich, deutscher Depp, das falsch ausspreche. Seid's. Habt Nachsicht. Warum bremst mein Actros nicht? Dom-Depot. Jawohl, ach, wir müssen hier abbiegen. Ey! Hätte ich mir eine Garage kaufen können. Egal. Nein, das ist ja nicht unser Hauptmenü. Da hört er fauchen. Den Sechszylinder aus Stuttgart. Also mal ganz im Ernst. Also er hört sich kerniger an wie in echt. Oh, 50. Ah, Leute. Wir müssen blinken. Einspurige Verkehrsführung. Ich bin mal gespannt. Ich wollte es eigentlich einstellen, aber es ist, glaube ich, noch nicht aktiv, dass es den Schnee wieder gibt. In ETS. Also, glaube ich, gab es auch nur im Multiplayer, ne? Oder täusche ich mich da? Oh. Es juckt unter der Mütze. Es ist warm. Liegt da. Was war ein Tiss? War das Müllbeutel? Habt ihr das gesehen? Ja, Sheriff, halte mal da an. Da lag entweder eine Leiche oder ein Müllbeutel. Sah ja merkwürdig aus. Oder war es ein totgefahrener Dachs? Dieses Conny Dachs war. Ihr versteht? Für die Jüngeren nicht. Conny Dachs googeln. Das wollt ihr nicht sehen. Mensch. Samstag, Livestream 19 Uhr, kann ich nicht wahrnehmen. Warum? Weil ich bin auf einer Party eingeladen. Im Hotel, also was Größeres. Und das hat mir meine Tochter geschenkt. Und da kostet die Karte 70 Euro oder sowas pro Person. Und da hat sie das für mich und meine Frau gekauft, für Konstanze und mich. Esel nennt sie immer zuletzt. Und da sind wir Samstag. Und die Küchen, das heißt Küchenparty in dem Hotel, fängt um 19 Uhr an. Tütüm, genau mein Zeitpunkt, wo ich streame. Aber keine Angst. Ich denke mir, ich denke mal, dass ich dann vorher streamen werde. Mittags. Weil ich Bock zu streamen habe und weil es dann was Neues gibt im Stream. Aber was, das sage ich noch nicht. Folgt mir auf Instagram, da erfahrt ihr es.
Aber hier noch nicht. Zzt. Weggeschmissen, Schlüssel. Was auf alle Fälle. Also, ich habe auch, was ich neu habe, ist eine Festplatte. Und zwar eine 500 GB SSD. Das sind die schnellen. Ich bin da nicht so firm drin, ne? PC-Gedöns. Weil wir hatten vorher nur eine 120er. Und die war regelmäßig voll. Und das waren wohl meine Speicherlecks, die ich immer hatte. Weil jetzt im Stream, letzten Samstag, hatte ich zwar auch noch diese Lecks, aber diese kurzen, diese Blub, also was man, was jeder, glaube ich, so hat beim Speichern. Also können wir wohl wieder wagen, auf Euro 3 zu fahren, wenn wir denn dann streamen. Weil jetzt den Samstag konnten wir gar nicht, also wir mussten auf Euro 4 fahren, weil alles voll war. Die Server waren klar. Das neue DLC war draußen, Beyond the Baltic Sea. Jeder wollte rumfahren, sich das angucken und da waren alle Server pickepacke voll. Es blieb uns nur der Euro 4 Server. Deswegen hoffe ich mal, dass am Samstag, wenn ich gegen Mittag streame, halte ich auf dem Laufenden, wann das sein wird. Und vielleicht, weil ich Montag ausschlafen kann, vielleicht auch Sonntag. Aber nicht abends, weil da ist ja Kai online. Dann vielleicht auch nochmal mittags rum. Und dann vielleicht nicht ETS, sondern mal Landwirtschaftssimulator. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, bis dahin läuft es mit dem Promods wieder, damit ich Let's Plays aufnehmen kann. Ist alles nicht so einfach. Was mir auffällt, das ist mir auch schon im Livestream aufgefallen, hier im Osten gibt es relativ lange Bundesstraßenpassagen. Oder bilde ich mir das ein? Oder habe ich das Pech, dass ich hier nur so Routen fahre, die keine Autobahn haben? Auch in Österreich war krass. Da sind wir ja bald, weiß ich, wie viele Kilometer wir bis zur Autobahn gefahren sind. Guck mal hier. Da steht Jamal Oke. Ich klaue mir die Vorfahrt. Bulle. Und ich nehme dich mit bis nach... vorne hin. Keine Ahnung. Stell den Streifenwagen nicht dahin, hey, oder du hast einen Tunnel drin. Mach sie nicht zu, lass sie auf die Schranke, lass uns da durch da. Steht da wer im Bus? Sonst gibt das Zanke. Dingel, 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 dingel. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Ist das ein alter, was ist das denn? Ist das ein Rasthof? Und ein altes Zollgebäude, ne? Geil. Da ist doch wer in dem Bus drin, ne? Ich meine, das gab's vorher nicht. Hat doch noch nie einen Bus vor mir. Aber warum sehen die Straßenschilder in Polen so aus wie in Deutschland? Also fast wie in Deutschland. Guck, da... Tatsächlich, da hocken wir hier drinne. Ist ja mega. Ja. Und was hier geil billig ist, ist der Diesel. Och, da freut das. Da lacht das Truckerherz. Irgendwie, wir haben oben in Russland, bei St. Petersburg, haben wir getankt für 56 Cent. Oder was da oben gerade an Währung ist. Also richtig billig. Wir reiten easy über Berg und Tal. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Dingel, 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 dingel. Sind wir schon in Litauen? I have no idea. So, diese Lecks, Mike, die sind normal, glaube ich. Oder habt ihr die auch nicht? Weil dann stimmt hier was generell nicht. Ich denke auch mal, nächstes Jahr wird es Zeit für einen neuen PC, glaube ich. Also da
Er tut zwar hier seinen Job, aber ich glaube, so langsam müsste man mal nachdenken, mal einen neuen PC sich anzuschaffen oder so nach und nach. Ich habe da auch schon einen, wo ich den dann herkriegen werde. Aber dazu, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, dann mehr. Was sagen wegen PC-Leistung? Tja. Ja. Aktros halt. Übrigens, heute Morgen war es in Hamburg arschglatt. In der einen Kurve habe ich nach links gelenkt und der LKW wollte nicht nach links, er wollte geradeaus weiter. Ist gerutscht. Und Streuwagen mal wieder nicht unterwegs. Einen habe ich gesehen. Der ist da gefahren, wo es nicht glatt war. Hat doch nicht gestreut. Ich weiß es nicht. Alter, die müssen auch eine Wetter-App haben. Und ich habe eine Doku auf Dings gesehen. Auf YouTube. Über die Streuwagenfahrer oben bei Rendsburg, glaube ich, war das. Sorry, Leute. Die sind verbunden mit der Verkehrsüberwachungszentrale, irgendwie was. Und die haben überall auf der Autobahn haben die Fühler eingebaut, Kontaktschleifen, und da können die sehen, wie viel Temperatur die Straße hat. Und wenn es dann zu kalt wird, dann geben die Alarm und dann muss ein Vorstreufahrzeug oder so, wie es heißt, kommen und die Straße erkundschaften quasi. Aber wenn die glatt ist, dann wird der streuen und dann gibt er einen Alarm für seine Kollegen und dann müssen alle raus. So. Das wird ja auch in Hamburg der Fall sein. Und in ganz Deutschland, wenn ja überall so eine Kontaktschleifen, Temperaturfühler verbaut sind in den Autobahnen. Ja, aber Alter, Handy hat jeder und da ist fast schon werkseitig, ist da überall eine Wetter-App drauf installiert. Und die machen eigentlich einen geilen Job. Er hängt ja immer noch. Er steht und hält sich fest hinten im Bus. Deswegen verstehe ich es nicht, dass er erst dann losgefahren wird, wenn es quasi eigentlich schon zu spät ist. Ich weiß nicht, wenn von euch einer einen Streuwagen fährt, da kann er mal schreiben, wieso was kommen kann. Ich weiß gar nicht, wann das war, vor 2 Jahren oder letztes Jahr in Hamburg. Da hat es richtig derbe geschneit. Kann ja mal vorkommen im Winter. Und in Hamburg sind die Streufahrzeuge alle rumgefahren, haben gestreut, hatten vorne aber kein Schneeschild dran. Die hatten nicht nur einen Streuer, aber kein Schneeschild. Macht Sinn, wenn so Schnee liegt. Da Salz draufhauen, das bringt ja. Oh, das war knapp. Bringt ja irgendwie nichts, ne? Also manchmal fasse ich mich da wirklich an den Kopf. Ich weiß, dass sie nicht überall sein können. Wenn er jetzt das sagt, ja, Falco, aber, ne? Der war doch vorbei. Hier, leck mich am Arsch. Fahren wir einfach. Dass es dauert, bis sie überall waren, ist mir auch vollkommen bewusst. Aber, ey, man kann doch, also. So manches Mal hat man wirklich das Gefühl, dass sie nicht wollen. Dass sie rausgucken. Oh, guck mal, Ernst. Schneit. Dieter. Und? Oh, trink jetzt mal einen Kaffee. Oh. Dann fahren sie los. Nichts gegen die Jungs. Die machen einen super, super Job, weil ohne die wird es ja gar nicht gehen. Aber wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, es dauert zu lange. Was ist denn los hier mit euch?
da halte ich mal asthart dagegen, oder? Ist eh ein Lei. Aktros. Don't be a gentle. It's a rental. Er schaltet sich einen Narr zurecht. Das ist sowas, was ich überhaupt so rein gar nicht vermisse bei dem Volvo. Es ist so ein schönes Fahren. Jetzt 2 Wochen bin ich jetzt ja fast 3 Wochen. Kaunas. Guck. Herrlich. Ich hoffe mal, wir behalten den Volvo noch relativ lange. Weil jetzt gerade wieder auf den Actros wechseln, fällt einem schwer. Mensch ist ein Gewohnheitstier, und wenn man sich erstmal an einen LKW gewöhnt hat, gerade an einen LKW, der ja besser ist wie der Actros in vielen Dingen, außer beim Einstieg, da ist der Volvo, da werte ich nicht mit warm mit dem Einstieg, mit diesen hohen Stufen. Das ist nicht meins bei dem Volvo. Oh, wir fahren 92, das wollen wir nicht. Nicht, dass sich einer von euch hier Zacken aus der Krone bricht. So, 90. Guck mal, hier sind das hier die Grün-Weißen, die hier langfahren. Sheriffs. Ich habe ein bisschen Angst gemacht, dem kleinen Braun hier neben mir, wa? Reicht der Sprit noch? 100 Kilometer? Och, easy. Easy. Was wird das jetzt hier? Unfall. War da. Bei mir war es auch knapp. Klei. Was stand da drauf? Klei Pia? Landschaftlich ist es hier sehr trist, finde ich, ne? Bäume, soweit man schaut, alles grün, sehr flach. Das ist ja so ein Punkt, den ich immer noch bemängle an Euro Truck Simulator generell, dass die Berge hier nicht wirklich gut zur Geltung kommen. Weil es geht dann irgendwann mal Berg hoch und dein LKW fällt auf 30 runter und du merkst aber irgendwie keinen Berg. Das haben sie so ein bisschen. Da besteht Verbesserungsbedarf, wenn ich mal so einen Wunsch äußern dürfte, SCS. Also die Berge könnte da mal optisch auch mal stärker machen im Spiel. Weil gerade wo ich weiß nicht, welche Folge das war. Oh, hier ist eine Baustelle. Er kommt davor mit seinem Audi, er schafft es nicht. Mensch, das ist fast wie noch auf der Autobahn hier. Hier wird ja gearbeitet. Ja, ein Renault kommt hier aus dem Arsch, ne? Ich sag dazu nichts mehr. Kein Kommentar zu Renault. Was ist das hier für eine komische Eierpfeile? Baltic. Metallurgie. Schrottsammler, wa? Mit seinem Schuhboden. Duff. Duffy. Oh, Mähdrescher. Das ist ein Deutzfahrer, ne? Man wird ja so langsam Experte. Kai hat mir zum Beispiel erzählt, er war mit seiner Frau spazieren und da steht so ein landwirtschaftliches Gerät. Das hat er schon öfters gesehen, wusste aber nicht, was das ist. Und jetzt, dank Landwirtschaftssimulator, hat er gedacht, das ist eine Saat, was hat er gesagt? Eine Saat,
Ausbringmaschine, irgendwie hat Fachbegriff genannt, hab ich mir nicht gemerkt. Und sagt nur seine Frau, jetzt geht's aber los. Weil er sagt, ja, zocken bildet. Ja. Grubbern, pflügen. Was gibt's noch? Striegeln. Jetzt war Striegeln war beim Pferd, ne? Glaube ich. Ja, bremst doch hier einfach mal einfach ab. Bremst doch hier einfach mal ab. Einfach mal abbremsen. Einfach mal bremsen. Ach ne, wir müssen hier. Ah ja, Volvo wird teuer, wollte ich gerade sagen. 301202. Ja, voll. Aber wir müssen mal hier abbiegen. Links. So übersichtliches, übersichtliches. Mein Gott. Du hast. Ach, wir müssen hier rum. Ah. Da meisterlich genau. Oh, ein Zug. Nicht, das ist hier. Schnell rüber. So. Bei GNT. Ach, hier sind wieder die Tore, ne? Also müssen wir hier vorsichtig antasten. Guter Pförtner. Guter Pförtner. Nicht, dass ich die Straße blockiere. Oh, Kriegen wir das so geregelt? Kriegen wir das so geregelt, Freunde? Ich glaube nicht, ne? Diese Lenkung. Oh, die Stoi. Boah, das kriegen wir so geregelt. Oh, es sieht. Halt, stopp! Halt, stopp! Jetzt rangiere ich. Guckt mal. Das ist ja. Guck mal, in dem Spiel sieht es gerade aus, in dem ist es ultra schief. Denker gerade machen. Wegen Arnold. Ich lerne. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Ausgezeichnet. 8 Stunden. Ja, gut. Das ist für den Arsch. Weil ist ja nicht unser Hauptprofil. Leider. War die Fahrt für die Katz. So. Freunde, 38 Minuten. Das soll für Nikolaus reichen. Weil ihr wollt ja noch ein bisschen eure Süßigkeiten. Euren Stiefel leer futtern. Deswegen sage ich jetzt ho ho ho. Ich bin euer Falco. Ciao.